darf doch nicht wahr sein, Max. Wie konnte sowas passieren? Großartiger Ritt, was hätte ich denn tun sollen? Hoffentlich geht's noch nichts gut. Alex, sie atmet noch. Sie scheint nicht verletzt zu sein. Ich nehme an, die haben sie nur betäubt. Wie den Wachmann unten. Was machen wir jetzt? Max, mach dich bereit, wir gehen da rein. Okay. Warte, stopp. Und, wohin mit der Bombe? Na, an die Tür. Und wenn sie dann reinstürmen, geht das Ding hoch, ist doch klar. So ein Mist. Ja, und was ist, wenn sie durch den Spiegel reinkommen? Ne, dann jage ich das Ding per Fernzündung hoch. Habt ihr es gehört, ihr Pisser? Und mit Entschärfen ist nix. Die Bombe ist von Heckenstaller, dem besten Bombenbau der Stadt. Die knackt niemand. Alles klar. Gib mir Bombenwarnung raus und bring mir diesen Heckenstaller. Ich bin sicher, wir haben den im Computer. Wenn der Typ die Bombe gebaut hat, dann kennt er vielleicht auch ihre Schwachstelle. Alles klar. Können wir den Fernzünder irgendwie unterbrechen oder irgendwas, ja? Und sieh dir die Bombe ganz genau an. Beschreib sie ihm. Alles klar. Er soll eine Attrappe mitbringen, Baupläne, alles, was er hat, ja? Gib Gas. Ich bringe. Oh Mann, ja, Gerrit, alles klar. Ich danke dir für die Infos. Halt mich weiter auf dem Laufenden, ja? Okay, ja, ciao. Ist was passiert? Das kann man so sagen. Wir haben den Wertherrn Direktor unterschätzt. Komplizen von ihm sind ins K11 eingedrungen, haben Alex als Geisel genommen und sich jetzt im Vernehmungszimmer verbarrikadiert. So ein Mist. Das kannst du laut sagen. Sie drohen damit, das ganze K11 in die Luft zu jagen. Die Kommissare haben den vorbestraften Bombenbauer ausfindig gemacht. Nach anfänglichem Leugnen gibt er zu, die Bombe gebaut zu haben. Kann ich den Fernseher irgendwie unterbrechen oder blockieren? Ich habe damals eine Sicherheitsschleife eingebaut. Die Explosion erfolgt dann erst nach 5 Sekunden. In der Zeit können Sie die Zündung abbrechen. Okay, und wie mache ich das? Schauen Sie, ich habe Ihnen hier eine Attrappe mitgebracht. Sehen Sie den roten Knopf hier? Den müssen Sie ganz schnell nach der Zündung drücken und dann haben Sie die Explosion unterbrochen. Sehen Sie? So. Das Klopfzeichen. Ich glaube es nicht. Das hat funktioniert. Komm, hilf mir. Na klar, Mann. Komm, pack den Tisch. Hey Sven, erstklassig, super! Das ist echt super gelaufen. Ich habe dem Bullen erklärt, dass er die Bombe entschärfen kann, indem er auf den roten Knopf drückt. Der wusste natürlich nicht, dass da Betäubungsgas drin ist. Dann habe ich selbst drauf gedrückt. Und jetzt schläft er tief und fest. Gute Arbeit, Mann. Nun, der Typ hinter dem Spiegel, der macht uns keine Sorgen mehr. Und das gesamte Gebäude ist wegen Bombenalarm evakuiert. Ich rufe mal den Chef an. Sehr gut. Bis später dann. Tja, Herr Ritter, das Blatt wendet sich zu meinen Gunsten. Ach ja? Oh ja. Sie werden sehen, wir drei werden bald da rausspazieren und Naseband wird uns gehen lassen. Da kennen Sie Michael aber schlecht. Ich glaube, ich kenne ihn sogar recht gut. Zum Beispiel weiß ich, dass ihm sehr viel an seiner Kollegin liegt. Alex! Was haben Sie mit ihr gemacht? Das möchten Sie wohl gerne wissen, was? Sie ist in netter Begleitung. Wie meinen Sie das? Gleich 3 meiner Freunde kümmern sich um Sie. Da wird sie jede Menge Spaß haben. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie alles was antun, dann... Dann was? Lachen wird Ihnen noch vergehen. Also bis jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass unser Plan B wirklich aufgegangen ist. Ja, aber trotzdem sollten wir uns das mal beeilen. Der Chef will, dass wir in 2 Stunden am verabredeten Treffpunkt sind. Ja, dann sorgt mal dafür, dass Sie den Bullen auch gehen lassen. Herr Staatsanwalt, ich muss Schluss machen. Bei mir klopft jemand an, ja? Ich melde mich wieder. Naseband? Ja, ich komme mal gleich zum Punkt.
Wenn unser Gefängnisdirektor nicht sofort einen Fluchtwagen bekommt und unbehelligt abfahren kann, wird Kommissarin Ried leider sterben. Sie blöffen doch. Wenn Sie das wirklich glauben, dann kann ich da wieder auflegen. Nein, nein, warten Sie. Warten Sie. Lassen Sie mich bitte mit meiner Kollegin sprechen. Nein, sie ist, wie soll ich es nennen, nicht wirklich bei Bewusstsein. Aber wenn Sie tun, was ich sage, wird sie bald wieder aufwachen. Andernfalls bleibt sie in dem Zustand. Und zwar für immer. Sie sind doch so ein Scheißtyp. Genug der Komplimente. Also was ist jetzt? Steht der Deal? Der Deal steht. Also die Scharfschützen sind auf Position. Wenn wir jetzt freies Feld haben, dann können wir... Nein, wir können gar nichts. Wir dürfen das Leben von Alex nicht gefährden. Aber wir sollten auch nicht mit Geiselnehmern verhandeln. Ich ruf den Staatsanwalt nochmal an. Glaubst du wirklich, dass die darauf eingegangen sind? Weil der Chef wollte sich nur melden, sobald er in Sicherheit ist. Wirklich, lange wird das Gebäude nicht mehr evakuiert sein. Dann werden die jemanden reinschicken und nachgucken kommen und werden den Bullen hinter dem Glasspiegel finden. Na endlich! Sag mir bitte, dass es der Chef ist! Bingo! Der Boss ist in Sicherheit. Er hat den Fluchtwagen der Bullen gegen einen anderen getauscht und ist gleich in der Nähe vom Parkplatz auf dem Robertusweg. Wir sollen mit dem Lieferwagen dahin kommen. Ja, endlich! Dann können wir abhauen. Aber was machen wir mit ihr? Ach, wir lassen sie liegen. Die schläft noch ein bisschen. Michael, ich bin's, hör mir zu. Das war wirklich ausgezeichnete Arbeit, Jungs. Jetzt sind wir aber mehr als quitt, würde ich sagen. Natürlich. Okay, dann verziehen wir uns jetzt. Nehmt meinen Wagen, der ist sicher. Ich habe ihn vorhin gegen den Wagen, den wir die Bullen besorgt haben, ausgetauscht. Denn der war mit Sicherheit verwanzt. Euren Lieferwagen brauche ich nämlich noch. Sie wollen doch wohl nicht mit dem Riesending da flüchten, oder? Natürlich nicht, aber ich habe hier noch was zu erledigen. Dann rufe ich einen Freund an, der kommt mich abholen. Sagen Sie mal, Herr Heckenstaller, die Bombe, die haben Sie doch noch, oder? Ja, sicher, Chef. Hier. Aber Vorsicht, nicht bei der Attrappe auf den roten Knopf drücken. Dann entweicht das Betäubungsglas und schlafen wäre jetzt wohl nicht so gut, oder? Nein, das wäre nicht so gut. Okay, Jungs, dann macht euch vom Acker. Los. So, mein Lieber, das war's dann wohl für dich. Aber wenigstens gehst du mit einem großen Knall ab. Ja. Ah, schon Schiss, hä? Robert! Hey! Hey, Junge! Hat Puls! Den könnt ihr gleich einpacken, den Typen! Hey, komm! Aufwachen, Junge! Aufwachen! Hey! Boah, hab ich Kopfschmerzen! Komm, mach dich erstmal los! Meier! Hey, Mann! Schön, dich zu sehen, Michael! Ja, Dito! Ich hab mir ganz schön Sorgen um dich gemacht, Junge! Mann! Jetzt hab ich drei Pappnasen, auf die ich aufpassen muss! Ach! Ich kann nicht gut auf mich selber aufpassen. Das haben wir ja gesehen. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Was Alex zu verdanken. Der hat das Gespräch mit angehört, als sich der Gefängnisdirektor mit seinen Komplizen verabredet hat. Aber was ist denn hier eigentlich passiert? Der Gefängnisdirektor wollte mich mit dem Lieferwagen in die Luft jagen. Aber ich habe gemerkt, dass eine von den Banden eine Attrappe war, mit Betäubungsgas. Ach. Und dann hast du die gezündet, bevor er die richtige Bombe scharf machen konnte. Hey, du bist ja echt ein Fuchs. Also, nicht so clever, aber vom Geruch her. Hm? Machen Sie mal einen Kalf. Ja. Bombe. Leute, Bombe. Supergeil.
Vielen Dank, alles klar. Okay, ciao. Und? Also, das läuft mal so richtig rund heute. Es waren gerade die Kollegen. Die haben seine Komplizen auf der Bundesstraße festgenommen. Sind gerade auf dem Weg ins Präsidium. Perfekt. Ich hoffe, dass alle unsere Fälle so enden. Ja, das hoffe ich auch. Willkommen im Team, Junge. Das Urteil. Dr. Hagen Wedewald wurde wegen vollendeten und versuchten Mordes, erpresserischen Menschenraubs und Geiselnahme zu lebenslanger Haft verurteilt. Werner Seidel, Erkan Özdemir und Sven Heckenstaller wurden wegen Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub und Geiselnahme zu 9 bis 11 Jahren Haft verurteilt. Der Staatsanwalt hat dem neuen Kommissar zu seiner hervorragenden Leistung gratuliert.